Bruck an der Mur ist die lebenswerte Heimat von ca. 16.000 Menschen, Sitz der Bezirkshauptmannschaft Bruckmünz-Zuschlag und viertgrößte Stadt des Bundeslandes Steiermark und ein wichtiger Verkehrsknotenpunkt. Alles positive Eigenschaften einer Stadt. Nun geht das Jahr 2023 dem Ende entgegen und das Budget fürs Kommende ist zu erstellen. Und da gehen die Wogen bei der Brucker Volkspartei mächtig hoch, wie in der Pressemitteilung zu lesen ist. Die rote Belastungswelle ist im Anmarsch, so der Tenor der Brucker ÖVP in Bezug auf den Budgetentwurf für das kommende Jahr 2024. Es liegt das Budget für 2024 jetzt als Entwurf vor und darin sieht man, dass eine rote Belastungswelle auf die Stadt Bruck an der Mur und ihre Bürgerinnen und Bürger zukommt. Es sind da Kürzungen und auch Gebührenerhöhungen darin verpackt. Ich möchte festhalten, dass die Brucker Volkspartei in keinster Phase in die Erstellung des Budgets eingebunden war. Und so können wir natürlich auch diese Kürzungen und Mehrbelastungen keineswegs mittragen. Dazu gehört eben die Ausdehnung der Parkgebühren. Also über die grüne Zone hinaus soll auch im Weitental Parkgebühren eingehoben werden. Es soll der Eintritt für das Freibad erhöht werden. Es sollen Schülertransporte auf einmal Beiträge eingehoben werden, auch eine Mehrbelastung für die Familie. Und es soll als Stadtmarketing gekürzt werden. Es sollen die Vereinsförderungen gekürzt werden. Es sollen bei den Veranstaltungen gekürzt werden. Also alles Dinge, die man den Bruckern Bürgern jetzt zumuten möchte, um ein paar tausend Euro einzusparen, die auf der anderen Seite über Jahre lang versäumt wurden, mit Reformen unsere Finanzen in Ordnung zu bringen. Für Stadtrat Helmut Sommer ist der hohe Leerstand von Gemeindewohnungen ein Dorn im Auge. Diese rote Belastungswelle, die jetzt auf Bruck an der Mur zurollt mit all den Leistungskürzungen und Gebührenerhöhungen, das kommt ja nicht ganz überraschend, sondern das hat sich ja jahrelang abgezeichnet und ist das Ergebnis von kurzsichtiger Finanzpolitik und eigentlich auch dem Liegenlassen von großen Problemen. Und eines möchte ich da schon besonders in den Vordergrund rücken, das ist die miserable Bewirtschaftung unserer Gemeindewohnungen, die mittlerweile schon zu einem Millionengrab geworden sind. Wenn man bedenkt, dass in Bruck an der Mur nahezu jede fünfte Gemeindewohnung leer steht, dann sehen wir, unsere Wohnungen sind nicht attraktiv. Wir haben viele leere Wohnungen, die niemand haben möchte und die uns über die Jahre Millionen gekostet haben. Warum man in den letzten Jahren trotz unserer wiederholten Aufforderungen dieses Projekt nicht angegangen ist und sich bemüht hat, den Leerstand in den Gemeindewohnungen zu bekämpfen, das ist für mich nicht ersichtlich, aber scheinbar versucht man jetzt, das liegen gebliebene Geld durch die jahrelangen Versäumnisse sich über den Bürger zurückzuholen, und da sagen wir als Brucker Volkspartei, die jahrelang auf diese Probleme hingewiesen hat, da werden wir sicher nicht mitmachen. Neben all den Gebührenerhöhungen und Einsparungen bleiben Finanzierungsprojekte in anderen Bereichen auf der Strecke. Es sind auch sämtliche Projekte, die anstehen, wie die Sanierung der Musikschule, wie die Sanierung der Sporthalle, wie auch natürlich die Sanierung von zwei Volksschulen. Auch das wird finanziell, gibt es kein Konzept, kein Finanzkonzept für diese Projekte, die so wichtig und seit vielen Jahren anstehen. Und deswegen sagen wir auch als Brucker Volkspartei, überdenken wir noch einmal den Neubau der Mittelschule, überprüfen wir eine Teilsanierung, um eben da auch Geld zu sparen. Zum Budget selbst, das am Donnerstag im Gemeinderat beschlossen werden soll, können wir nur sagen, diese Belastungswelle für die Brucker Bevölkerung werden wir sicher nicht mittragen und deswegen wird die Brucker Volkspartei dieses Budget auch nicht mitbeschließen.